Zu Ehren des schottischen Physikers Graham Bell drückt man eine Lautstärke in Dezibel aus. Aber Dezibel ist eine Verhältnisangabe und keine Einheit. Das bedeutet, Dezibel kann man nicht in Einheiten ausdrücken, wie zum Beispiel Meter oder Sekunde oder Meter pro Sekunde. Beim Atmen hören wir einen Laut, dessen Stärke bei 10 Dezibel liegt. Das Ticken einer Uhr hat eine Lautstärke von 30 Dezibel, das Flüstern 40 Dezibel, ein Kühlschrank 55 Dezibel, ein Staubsauger 70 Dezibel, ein Klavier 80 Dezibel und zum Beispiel beim Autorennen hören wir eine Lautstärke von 140 Dezibel. Wenn die Amplitude einer Schallwelle sehr groß ist, dann bedeutet das, dass der Ton sehr laut ist. Wenn die Frequenz einer Schallwelle sehr groß ist, dann bedeutet das, dass die Periode sehr klein ist und dass der Ton sehr hoch ist. In manchen Fällen möchte man die Lautstärke erhöhen, wie bei diesen Lautsprechern. In anderen Fällen möchte man die Lautstärke verringern. Zum Beispiel an Autobahnen werden solche Schutzwände aufgestellt, um die Schallausbreitung zu mindern. Oder auch die Morrisnetter Brücke wurde auf Kissen und nicht mehr wie früher auf Rollen gelegt, um die Geräuschausbreitung zu verringern.